Es sind die Kapitalmarktzinsen stupid. Es ist der Anstieg der Renditen, der US-Renditen vor allem, aber auch der Renditen anderer Staatsanleihen, die derzeit wahrscheinlich die wichtigste Entwicklung an den Finanzmärkten ist. Warum? Weil diese Aufwärtsbewegung der Renditen, also die steigenden Kapitalmarktzinsen, sehr schnell passiert. Seit Freitag geht es da sehr, sehr massiv nach oben und genau das ist eben das Problem für die Aktienmärkte perspektivisch, wenn das so weitergehen sollte, denn Geld wird damit teurer. Damit ist die Equity Risk Premium, wie es heißt, also das Risiko, das ich nehme, wenn ich Aktien habe, wird latent größer, wenn ich woanders bessere oder sichere Renditen bekomme. Das ist das Problem, mit dem die Aktienmärkte derzeit konfrontiert sind. Und dass die Renditen steigen, dass die Kapitalmarktzinsen steigen, das wiederum hat zu tun, dass die Wall Street kapiert hat, oh, es wird Donald Trump. Und das ist relativ sicher, denn das Biden-Lager zerlegt sich derzeit derartig, die Demokraten zerlegen sich derartig, dass eben kaum ein anderer Wahlausgang mehr wahrscheinlich scheint. Und wenn Trump gewinnt, hat das Konsequenzen, die die Märkte, nämlich die Anleihemärkte, bereits jetzt einpreisen. Und das wollen wir uns mal anschauen. Hier sehen wir Freitag, der Renditeanstieg ist enorm und das war, obwohl wir ja am Freitag die PCE-Inflationsdaten hatten, die so niedrig reingekommen waren wie erwartet. Jetzt sind wir über 20 Basispunkte gestiegen seit Freitag, 10-jährige Rendite jetzt bei 4,48% und Bloomberg titelt Treasuries hit on election angst. Also man hat Angst vor dieser Wahl und Morgan Stanley sagt, naja, wenn jetzt Trump Präsident wird, dann wird die Zinskurve sich versteilen, aber vor allem wird die Inflation sich deutlich beschleunigen, während die Wirtschaft sich wahrscheinlich abkühlen wird. Und hier wird gefragt, ja, was ist denn da los am Bondmarkt? Was ist denn da eigentlich die Message, die davon ausgeht? Und die Message ist, es wird auf jeden Fall nicht mehr toleriert, dass wie damals eben bei Liz Truss oder noch in alten Zeiten, als alles möglich war, dass man da irgendwie zuguckt seitens der Kapitalmärkte, sondern wenn du einen Präsident hast, der Zölle anhebt, der Migranten rausschmeißt, der gleichzeitig die Steuern senkt oder senken will, um damit die Staatseinnahmen noch weiter nach unten zu bringen, damit das Defizit der Amerikaner weiter nach oben zu bringen, gleichzeitig eben die Inflation maßgeblich zu befeuern und dann Gegenwind für die Wirtschaft bringen wird, so zumindest sieht es Morgan Stanley. Dann schaut man da nicht mehr zu, dann nimmt man seine Füße in die Hand und heute ist nochmal ein Stück weit wahrscheinlicher geworden, dass Trump nächster Präsident wird, denn der Supreme Court hat geurteilt, dass Trump nicht verurteilt werden kann wegen seiner Taten, die er im Amt als Politiker, als Präsident begangen hat. Er ist durchaus haftbar für Dinge, die er sozusagen jenseits dieser Geschichte gemacht hat, aber eben für die wohl entscheidende Frage, wie es denn ausschaut mit dem 6. Januar, also diesem Sturm aufs Kapitol. Damit ist er im Grunde aus dem Schneider und damit ist die Wahrscheinlichkeit, dass Trump doch noch vor der Wahl irgendwie hinter Gittern verschwindet, deutlich geringer geworden. Trump dann gleich euphorisch, ganz großer Sieg für die Verfassung und die Demokratie. Naja, okay. Aber eins ist klar, Biden zerlegt sich, wie ich bereits sagte. Jetzt schiebt man den schwarzen Peter auf die Berater und sagt, ja, ihr seid schuld, dass der Biden offenkundig dement ist. Das ist natürlich auch nicht die feine Art und das ist offenkundig eine Art Realitätsverweigerung, die da passiert. Die Frage stellt sich ja, wie will der Mann noch 4 Jahre im Amt irgendwie das Ganze hinkriegen, wenn er schon jetzt eigentlich nicht mehr amtsfähig ist? Das checken natürlich die Amerikaner und so steigen die Wetten eben für die Republikaner deutlich an, dass wir einen Sweep sehen, also Senat, Abgeordnetenhaus und Präsident. Da sieht man die Wahrscheinlichkeit jetzt bei 31%, dass den Demokraten all das gelingt, nämlich dieser Sweep-Präsident, Abgeordnetenhaus und Senat nur 3%. Und hier rechts sehen wir mal die Prognosen des Budget Office, also der Budgetkommission des amerikanischen Parlaments. Und das geht immer weiter nach oben. Das Defizit wird wohl deutlich größer werden. Und wenn dann ein Sedel noch dran kommt, dann wird dieses Defizit noch deutlicher steigen. Also steigen heute die Anleiherenditen. Und das sollten sie eigentlich nicht, wenn wir uns die Daten mal anschauen. Ich hatte vorhin schon gesagt, Freitag, die PCE-Inflationsdaten, eigentlich niedrig. Kein Grund dafür,
dass die Renditen steigen, aber sie tun es trotzdem. Dann heute, da hatten wir den ISM Gewerbeindex aus den USA schwächer als erwartet mit 48,5. Schrumpft also das Gewerbe, die Industrie schrumpft in den USA, aber wichtig vor allem, die Prices paid nur in Anführungszeichen bei 52,1. Das heißt, die Preise steigen noch, weil alles über 50 heißt Wachstum, aber sie steigen deutlich langsamer als zuvor. Normalerweise eine Steilvorlage für fallende Renditen, weil man sagt, naja, Inflation scheint ja jetzt gerade nicht mehr das ganz, ganz große Thema zu sein. Aber das Gegenteil passiert, die Renditen steigen trotzdem weiter. Und hier sehen wir mal diese Preiskomponente mit 52,1. Das ist deutlich jetzt nach unten gekommen und dennoch steigen die Renditen. Das spricht die Bände und der erklärte und zeigte, dass eben hier Erwägungen jenseits der Wirtschaft, der aktuellen Wirtschaftssituation der Fall sind, sondern dass man die Zukunft einpreist, also Trump einpreist und was der Trump für die Märkte bedeuten wird. Dann haben wir noch Dollar-Yen auf neuem Hoch seit 1986 in Richtung 162 unterwegs und normalerweise folgt die 10-jährige Anleiherendite Dollar-Yen, also da könnte durchaus noch weiter etwas kommen. Und dass die Märkte so langsam checken, es wird sedernelt, das sieht man auch bei den Aktien, die besonders sensibel etwa reagieren auf Zölle vor allem gegen China, die Donald ja deutlich anheben will, die sind deutlich schlechter unterwegs als eben andere Aktien, als andere Werte, die davon nicht so stark betroffen wären. Auch hier wird das also bereits eingepreist und man preist auch eine kommende Rezession ein, denn die Zinskurve versteilt sich wieder. Wir haben hier die 2- und die 10-jährige, die hier nach oben geht. In diesem Bild unten sieht man das noch besser, welche große Bewegung das jetzt in sehr kurzer Zeit geworden ist. Jetzt nur noch 32 Basispunkte, respektive minus 32 Basispunkte. Und wenn wir oben mal gucken, diese Grafik, dann ist es normal gut, wenn die Zinskurve sich weiter versteilt. Also wenn praktisch die Zinskurve weiter in, genauer gesagt, wenn die Zinskurve sich weiter invertiert, also negativer wird. Jetzt ist sie zwar immer noch negativer, aber sie wird positiver. Sie tendiert von den Minusbereichen kommend in Richtung Null. Und normalerweise steigt der S&P 500, wenn sich die Zinskurve weiter negativiert, also wenn sie sozusagen weiter ins Minus geht und der S&P fällt, wenn die Zinskurve sich versteilt, also in Richtung wieder positiv geht, in Richtung über Null geht. Und in der Situation sind wir gerade. Schauen wir mal, wie die Märkte darauf reagieren. Wie zum Beispiel die Small Caps heute reagieren, sehen wir schon. Russell 2000, minus 1,3%. Die anderen Indizes nicht so verändert, aber nervös und volatil. Das sehen wir auch am WIX, der heute 3,5% steigen kann. Wir haben eine Nvidia deutlicher im Minus gesehen, hat sich wieder erholt. Apple im Plus, Microsoft im Plus, Amazon deutlich im Plus. Und dennoch der Nasdaq nicht so wirklich im Plus, also nicht mit einem deutlichen Plus. Das ist schon auffällig. Aber kommen wir jetzt mal zum anderen Großthema. Und das ist natürlich Frankreich. Und da war ja ziemlich viel Euphorie heute Morgen, weil man gesagt hat, naja, das sieht so aus, als würde die Partei von Le Pen eben nicht die absolute Mehrheit gewinnen können. Das war so der erste Impuls. Aber ich glaube, dann ist etwas passiert, dass man ein bisschen weiter gedacht hat und sich gesagt hat, naja, aber was kommt dann, wenn Macron sich verbündet mit dieser Volksfront, um sozusagen eine absolute Mehrheit des Rassemblement National, also der Partei von Le Pen, zu verhindern, dann werden wir einen linken französischen Ministerpräsident haben. Und das ist sehr wahrscheinlich, denn schauen wir uns mal an, das ist ein Verhältniswahlrecht in Frankreich, wer 50% und mehr erreicht im ersten Wahlgang, der ist schon mal gesetzt, der ist im Parlament. Das haben 39 Kandidaten vom Rassemblement National geschafft, also der Le Pen Partei, 32 immerhin der Volksfront von Frankreich oder der französischen Volksfront und sage und zwar schreibe nur 2 von Macron. Das heißt, die Machtverhältnisse, die Kraftverhältnisse zwischen der Macron-Partei und der Volksfront sind relativ eindeutig. Da wird Macron nicht sagen können, ja, aber dann stellen wir einen Ministerpräsidenten aus meiner Partei. Das wird nicht laufen, das wird nicht gehen. Da wird die Volksfront sagen, nee, das muss schon einer von uns sein. Und einer, der sich anbietet, den sehen wir gleich. Aber hier sehen wir mal, wie diese Wahlkreise im Einzelnen ausgegangen sind. Überwiegend dieses helle Blau, also Rassemblement National. Dann haben wir Linke, vor allem eben in Paris zum Beispiel, in einigen Großstadtregionen. Aber das ist schon überwiegend sehr blau. Also das ist schon ein ziemlich klares Votum, was wir hier sehen in Sachen Rassemblement National. Und das ist hier das, was
Norbert Zofall von Flossbach von Storch hier sagt, Macron hat im Grunde das politische Paradoxon zuerst lösen können in Frankreich und dann eben doch nicht lösen können. Er hat in seiner Amtszeit dann den Keim für seine Unbeliebtheit gelegt, denn entweder du verzichtest auf die Reformen, die er angekündigt hat, zum Beispiel Absenkung des Rentenalters, dann gibst du dem Willen nach, und die Franzosen haben jetzt nicht so richtig Lust, den Rücken ganz krumm zu machen, sondern die wollen früh in Rente gehen, die wollen bestimmte Rechte haben. Oder du drückst das durch und dann wirst du unbeliebt. Und Macron ist sehr, sehr unbeliebt und genau deswegen ist er jetzt faktisch ja auch abgewählt worden. Und deswegen sehen wir zum Beispiel, von wem ist er denn abgewählt worden. Da sind vor allem die Benachteiligten, die Disadvantaged, wie hier eine Analyse zeigt. 54% dieser Leute haben Le Pen gewählt, haben den Rassemblement National gewählt. Die Arbeiterklasse zu 38%, die untere Mittelklasse zu 36%, die obere Mittelklasse nur zu 25% und die wirklich Wohlhabenden nur zu 21%. Wir sehen also, das ist sozusagen eine Abstimmung auch mit dem Portemonnaie. Je wohlhabender die Leute sind, umso weniger neigen sie zum Rassemblement National. Und die weniger Wohlhabenden, die sagen sich, oh, dann wählen wir mal die Linken, denn die versprechen uns Schönes. So wie zum Beispiel Jean-Luc Mélenchon, der dann wahrscheinlich der nächste Premier, der nächste Ministerpräsident werden dürfte, wenn es läuft, wie es normalerweise läuft. Und was fordert der gute Mélenchon? Der will praktisch eine Art Mindestlohnerhöhung von 1480 auf 1700 Euro. Die Wochenarbeitszeit soll abgesenkt werden auf 32 Stunden. Jahresurlaub auf 6 Wochen verlängert. Gesetzliche Krankenversicherung zu 100%, alle Gesundheitskosten abgesetzt. Private Zusatzversicherungen aufgelöst werden. Also eine Verstaatlichung, ein Wohlfahrtsstaat, der sozusagen für die Leute alles organisiert. Klingt ja schön und gut, ist ein bisschen wie Paradies, aber die Frage ist eben, wer zahlt's? Und die Frage ist eben drängend für die Märkte, denn die haben sich ja Sorgen gemacht, vor allem schon wegen Le Pen, nicht weil unbedingt die rechtslastig ist, sondern weil man sagt, denn ja, die will ja auch sozusagen soziale Wohltaten verleihen, wer soll das bezahlen? Und so sehen wir, dass wir zwar heute anfangs gesehen hatten, dass die Renditen für französische Staatsanleihen deutlich gesunken sind, aber jetzt eben wieder positiv sind. Man ahnt also, dass das vielleicht doch nicht die Lösung ist, wenn jetzt jemand wie Mélenchon dann ans Ruder kommen sollte. Wir sehen hier auch in Europa die starken Anstiege der Renditen, sehen vor allem, dass die französischen Schulden in Relation zum BIP deutlich gestiegen sind, anders als in Deutschland. Alles hat seinen Preis. Diejenigen, die neue Schulden machen wollen, immer die vergessen, dass dann eine Rechnung irgendwann kommt, und diese Rechnung sehen wir jetzt hier auch bei der französischen 10-Jährigen, das ist der höchste Stand seit November mit 3,3%, und hier rechts sehen wir nochmal, wie knapp diese Wahl werden kann, denn wir haben ja die Situation, dass die ersten beiden, die in beiden in Führung liegenden Parteien in diese Stichwahl kommen und eine dritte, wenn sie mindestens 12,5% hat. Und wir haben sogar 5 Bezirke, wo es 4 Parteien gibt, die mindestens 12,5% haben und über 300, wo es mindestens eine dritte Partei gibt. Also das wird eine ganz, ganz heiße Kiste. Wie das ausgeht, ist schwer zu prognostizieren. Aber hier sehen wir mal diese starken Anstiege der Rechten, die teilweise sich vervielfacht haben in der Amtszeit von Macron, weil die Leute offenkundig hier ein Problem haben, weil sie Wohlstandsverluste haben. Und dann kommt einer und sagt, naja, wir müssen Reformen machen, du musst länger arbeiten. Und dann sagen die Leute, nö, habe ich keinen Bock drauf. Aber die Frage ist eben immer, wer zahlt's? Und das gilt auch für Deutschland in seiner Beziehung zu Frankreich, denn die Partei von Le Pen und Bardella, die wollen ein autarkes Stromnetz, und das würde bedeuten, dass wir möglicherweise keinen Atomstrom mehr aus Frankreich bekommen. Und Atomstrom ist ja aus deutscher Sicht echt böse, aber nehmen tun wir den dann trotzdem wieder, wenn wir ihn brauchen. Und wir brauchen ihn halt ab und zu, gell, weil keine Sonne nicht scheint und kein Wind nicht weht. Und dann brauchen wir die Franzosen, dass sie uns da diesen verhassten Strom liefern, den wir aber dann trotzdem gern nehmen. Aber stell mal vor, das würde wirklich passieren, dann hätten wir gleich T-Marge,
Und hier sehen wir, wie stark Deutschland vor allem seit Abschaltung der Atomkraftwerke eben auf Stromimporte angewiesen ist. Wir sind jetzt der größte Nettoimporteur in Europa. Und Frankreich ist zwar nicht alleiniger Lieferant, aber ein wichtiger, nämlich der größte Lieferant. Und das könnte dann ein richtiges Problem werden. Wir sind also sozusagen auf unserer Trauminsel, die halt nur funktioniert, wenn die anderen mitspielen, wenn dieses europäische Stromnetz wirklich funktioniert. Und kürzlich ist ja die Strombörse EPEX, die in Leipzig ist, da gab es ja mal kleine Probleme. Das heißt, dieser innereuropäische Strommarkt hat für kurze Zeit nicht funktioniert. Und dann konnte man genau sehen, wo welche Preise aufgerufen werden. Die Franzosen sind autark, die brauchen keinen internationalen Strommarkt. Wir sind es nicht. Dementsprechend sind in Deutschland die Preise massiv nach oben geschossen. Das war sozusagen ein Moment der Offenbarung, der gezeigt hat, was hier der Fall ist. Und ohnehin haben wir ja jetzt mit diesen ganzen verschleppten Strukturen, mit diesen Reformunfähigkeiten, mit denen wir es zu tun haben, eine Situation, weil bei uns die arbeitsfähige Bevölkerung so stark abnimmt wie nirgendwo sonst in Europa. Irgendwie muss das Ganze klappen. So wie wir es derzeit angehen, wird es sehr wahrscheinlich nicht klappen. Die Wahrscheinlichkeit ist extrem hoch, einfach weil die Parameter gegen uns sprechen. Immerhin haben wir jetzt einen kleinen Inflationsrückgang gehabt auf nur noch 2,2%. Aber, wie Jörg Krämer sagt, die Kerninflation im Bereich Dienstleistungen ist sehr, sehr stark nach wie vor der Fall. Und vor allem Lebensmittel sind seit 2020 um 30% gestiegen. Das sind schon heftige Hausnummern. Wenn wir dann nur noch in Anführungszeichen knapp über 2% Inflation haben, dann sind die Preise halt nicht mehr noch so viel teurer geworden. Aber sie sind ja in letzter Zeit so viel teurer geworden. Und das ist schwer für viele da noch mitzukommen. Hier steigende Kapitalmarktzinsen. Die Märkte preisen den Trump-Sieg ein. Das, was Sie dazu wissen sollten. Erste Empfehlung gerne weiterempfehlen. Und die zweite, meine Damen und Herren, ist ein Unkenruf eines Bären, nämlich Mr. Kolanovic von JP Morgan. Der sagte, der S&P wird fallen. Das war bisher nicht richtig. Aber es ist ja oft so, wenn jemand ruft, der Wolf kommt und dann kommt er nicht. Und dann ruft er wieder, der Wolf kommt, dann glaubt ihm keiner. Und plötzlich kommt der Wolf. Okay, ja, was machen wir jetzt dann? Das ist die zweite Empfehlung. Ich sage jetzt erst einmal Servus, ciao.